Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Speichern. Phoenix Wright Isidorni. Ja, wir haben letztes Mal 18. Oktober, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Ja, das auch, aber wir haben letztes Mal vor allen Dingen einen Prozess gewonnen, wenn man so will. Es ist noch nicht vorbei, aber wir haben zumindest schon mal Fortschritte erzielt. Puh, was für ein Tag. Jetzt ist nicht die Zeit, um sie auszuruhen, Nick. Sag mal, glaubst du, dass WP eine Chance hat? Wird wohl von den Menschen abhängen, von denen wir heute im Prozess erfuhren. Von dem Regisseur und der Produzentin? Genau von denen. Nun, was machen wir da noch hier? Auf zu den Studios! Ja, wir können mit ihr reden. Bringt aber nichts. Sie sagt uns nur noch mal so, falls man jetzt hier Pause machen würde, sagt sie uns nur noch mal, was wir zuletzt gemacht haben. Mias Lieblingstopfpflanze. Maya hat sie in letzter Zeit so oft gegossen, dass sie jetzt etwas aufgedunsen ist. Entweder will Maya, dass sie wächst, oder sie verfeinert nur ihre Wasserfoltermethode. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Irgendwann steht da tatsächlich, dass die Pflanze einen Namen erhalten hat, wenn ich das richtig weiß. 18. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Ach, Wright, danke für das vorhin. Wofür denn? Wir hatten Glück, um ehrlich zu sein. Das kann man wohl sagen. Lieber nicht. Nun, WP, haben Sie irgendwelche Hinweise, die uns auf die richtige Fährte bringen? Nope. Nein, tut mir leid. Sagen Sie uns unbedingt alles, was Ihnen einfällt, egal wie unwichtig es Ihnen erscheint. Wir können uns nicht darauf verlassen, morgen wieder Glück zu haben. Ja. Also wirklich. Wenn ich zum Beispiel mit dem kleinen Burschen, der noch irgendwo rumlaufen soll. Schleichen sich öfters kleine Fans in die Studios? Nein, nicht, dass ich wüsste. Diese Wachfrau ist ziemlich streng mit ihnen. Aber hat sie nicht heute ausgesagt, dass sie oft dort herumhängen? Die Kids lieben den Stil-Samurai, was auch immer. Habe ich gerade gesagt Stil, ne? Stil hätte es heißen sollen. Ah, scheiß drauf. Samurai am Stil! Wirklich über alles. Sie schleichen sich vorbei, wenn sie nicht aufpasst, nehme ich an. Okay. Okay. War der Regisseur bei der Probe am Morgen anwesend? Ja, war er. Warum hast du uns das nicht gesagt? Er gab Anweisungen, wie sich der Stil-Samurai und der böse Richter bewegen sollen. Danke, Maya. Warum haben sie uns das nicht schon früher gesagt? Tja, nun, das Studio hat uns gebeten, nichts zu sagen. Ah, und du wärst bereit gewesen, also bist bereit für sowas im Knast zu sitzen und verurteilt zu werden, ja? Na ja, gut, dann ist mein Job hier erledigt. Ich gehe nach Hause. Das hat aber mit dieser Sache nichts zu tun. Ich sage es nur ungern nochmal, aber Nick kommt gerade frisch von der Uni. Wenn er verliert, dann richtig. Oh, danke. Mach uns allen Mut, Maya. Ich verstehe. Auf welcher Seite steht sie eigentlich? Maya ist eine eigene Seite. Sonst verheimlichen sie uns aber nichts, oder? Nein, das möchte ich doch nicht hoffen. Du willst es nicht hoffen? Ich auch nicht. Ich bin Batman. Nein, nein, nein. Nein, nein. Na. Viel zu anstrengend. Haupteingang. Es ist niemand da. Ach. Jetzt, wo sie Frau Oldbeck in Gewahrsam genommen haben, wahrscheinlich haben sie niemanden, um sie zu ersetzen. Hey, in der Wachstation, schau mal! Sie hat ihre Donuts da gelassen. Maya? Was? Ich hatte nicht vor, sie zu essen. Echt nicht? Ich hätte es getan. Komm, Maya. Donuts. Donuts. Der Computer. Nein, es geht mir um die Donuts. Wo sind die Donuts? Ja, sieht aus, als wäre heute ausgeschaltet. Ich will Donuts. Komm schon. Ach, Manu. Eingang Studio 1. Hey, Nick. Sieht aus, als wäre Inspektor Gamschau heute nicht hier. Oh, okay. Hast recht. Er steckt wohl bis zum Hals im Papierkram nach der Aufregung heute im Gericht. Also, Nick. Erinnerst du dich an an das Studio 2, von dem heute im Prozess die Rede war? Nee, habe ich schon vergessen. Das ist, wie lange? Ja, 5 Minuten? Der Weg mit dem umgestürzten Baum führt dorthin, oder? Ja, ich glaube, das haben sie gesagt. Vielleicht sind der Regisseur und die anderen heute dort.
Das ist jetzt unsere Chance, Nick. Sehen wir es uns an. Ja, aber ich glaube, dann gehe ich vorher doch nochmal woanders hin. Oder? Na, erstmal zu Studio 1. Ich will mich insgesamt noch ein bisschen umsehen hier. Studio 1. Ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ja, dies ist der Schauplatz eines Mordes. Ich möchte woanders hin, Nick. Stimmt, hier gibt es keine Donuts. Hier ist langweilig, lass gehen. War der Rucksack vorher auch schon da? Ich kann mir ja mal angucken. Ein Rucksack. Keine Hinweise. Okay. In diesem Rucksack befinden sich... drei Pistolen. Warum drei? Keine Ahnung. Jemand mit drei Händen kann bestimmt mit drei Pistolen, ne? Ein paar große Messer und jede Menge Drogen. Studio 2 außen. 18. Oktober, Eingang Studio 2. Das ist Studio 2? Hab ich mir schon gedacht. Es sieht nicht wirklich nach einem Studio aus, oder? Nein, sieht es nicht wirklich. Hey, da hinten steht ein Wohnwagen. Also ich nenne sowas ein Haus. Ein kleines Haus. Eine Fischerhütte oder sowas, aber... Ein Wohnwagen müsste Räder haben. Sieht ziemlich robust aus für einen Wohnwagen an einem Drehort. Sind wir vielleicht... sind wir sicher, dass das ein Studio ist? Also es ist kein Wohnwagen in meinen Augen. So, was haben wir da? Ein Bus. Ein kleiner Bus zum Transport von Personal und Ausrüstung. Er wurde ziemlich gut gepflegt. Sieht aus, als würde er noch ganz gut fahren. Nun, dann lass uns doch eine Runde drehen. Sicher, wenn ich einen Führerschein hätte. Nick, du hast keinen Führerschein? Aber sieh mal, was ich habe. Eine Anwaltsmarke. Die ist bestimmt irgendwie nützlich. Warum zeigst du mir deine Anwaltsmarke, Nick? Ja. So, was haben wir hier? Eine Verbrennungsanlage. Sie wurde offensichtlich gerade erst eingebaut. Sie ist schon völlig mit Ruß bedeckt. Sie wird wohl nicht oft gereinigt. Verbrennungsanlage. Was will man mit einer Verbrennungsanlage? Schon was vom Mülleimer gehört? Sieht so aus, als hätten zwei Personen hier gegessen. Auf den Tellern ist nichts übrig geblieben. Hey, sie haben uns auch T-Bone Steaks gegessen. Was finden die hier nur alle an Steaks? Phoenix, hast du ein Problem mit Steaks? Hey, ein Steak geht immer. Danke, Maya. Aber irgendwas scheint hier fehl am Platz zu sein. Was? Ich weiß nicht. Ich habe hier so ein seltsames Gefühl. Naja, sie ist ja Medium. Wir müssen schon auf das Medium hören, ne? Na, guck mal, Blumen. Das sind ein paar Blumen. Schön. Wow, das ist hübsch. Die werden aber, die werden richtig gepflegt. Geh nicht zu nah ran. Dieser Zaun sieht gefährlich aus. Ja, lass uns eine Lanze draus bauen. Das sieht nach Material für den Bau einer, Achso, das ist Phoenix. Eine Filmdekoration aus. Das liegt hier schon eine ganze Weile rum. Das könnte genauso gut ein Schrottplatz sein. Naja. Nick, lass uns reingehen. Glaubst du, es ist okay? Nun ja, es ist abgeschlossen. Also. Oh, Mist. Das heißt für mich zum Beispiel, wir kommen hier nicht weiter. Studio 1. Studio 1 innen war nix. Dann gehen wir zurück zum Haupteingang. Personalbereich haben wir noch offen, oder? Ja. Global Studios Personalbereich. Guck, da ist diese junge Assistentin. Hey. Schönen guten Tag. Hi, WPs Anwältin, nicht wahr? Ich habe von dem Prozess gehört. Gute Arbeit, Leute. Danke. Ach, ho, 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 ich bin jetzt der Weihnachtsmann. Nicht der Rede wert. Stimmt es, dass Sie die Wache vorgeschnappt haben? Was soll dieses ho, 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 Phoenix? Es ist August. Wir haben noch lange kein Weihnachten. Bitte. Übrigens, sie hat mich eben angerufen. Sie hat mir gesagt, ich soll das Abflussrohr abdecken. Ich sehe es gerade. Sie meinen dieses da? Was für ein Schlamassel. Yo! Also... Wow! Du bist keine Handwerkerin, so viel kann ich dir sagen. Ich weiß, ich bin keine gute Handwerkerin. Ja, danke. Tolle Assistentin, ne?
Ja, aber Sie arbeiten an den Requisiten und den Kulissen, richtig? Ja, stimmt. Es ist nur so, dass Sie nach meiner Reparatur schlimmer aussehen als vorher. Ach ja? Tja, das kommt sicher mal vor. Nichts, was Sie beunruhigen sollte. Sie haben recht, es macht mir nichts aus. Eigentlich denke ich, dass Sie sich etwas mehr Gedanken darüber machen sollte. Wenn Sie mich bitte entschuldigen, ich muss zur Wachstation gehen. Ich muss für Frau Oldberg einspringen. Okay, bis später dann. Viel Glück bei Ihren Ermittlungen. Das versteht ihr unter einem Loch flicken. Ein Stück Holz oder was das ist oder Pappe davor und eine Menge Klebeband. Zumindest sieht so aus. Mädel, hast du mal was von Schrauben gehört? Einfach ein Brett quer davor und auf beiden Seiten festdübeln hätte doch schon gereicht. Dann wäre ein Kind nicht durchgekommen, ohne das Brett durchzubrechen. Naja, das hier ist jetzt keine Kunst, ne? Der junge Fan, über den heute im Prozess gesprochen wurde, kam also durch dieses Abflussrohr? Scheint so. Ich denke, Sie haben es auf die Schnelle abgedeckt. Ja, so sieht's aus, Pappe und Klebeband. Hey Nick, wenn dieses Rohr abgedeckt ist, kann der Junge nicht hinein. Richtig, ich denke, das war die Absicht. Irgendwie tut mir das trotzdem leid für ihn. Dir nicht? Was denn, willst du einfach das Gitter wegreißen? Wirklich, Nick, das können wir? Ist das hier ernst? Maja, du wirkst so enthusiastisch. Mach kaputt. Und manche Dinge werden wohl dafür gemacht, um zerstört zu werden. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ja. Ja, definitiv. Das kennt jeder, der mit Lego spielt. Oder gespielt hat. Oder wie auch immer. Da baut man auch Dinge auf, um sie hinterher wieder kaputt zu machen und neu aufzubauen. Free normal. Ja, weißt du, Nick, manchmal bist du richtig prima. Manchmal? Wow. Ein kurzer Blitz und plötzlich war despawned. Gut, das sollte die Kids glücklich machen. Und dich auch, stimmt's? Was will ich alles tun? Ein Loch. Das Abflussgitter ist weg. Und ich weiß, wer es war. Nun können die Kids wieder reinkommen. Fühlst du dich nach einer solchen guten Tat nicht einfach großartig? Muss schön sein, so ohne jedes Schuldgefühl zu leben. Ja, das stelle ich mir echt vor. Wobei ich jetzt echt mal eine Frage. Wenn man doch dieses Loch wieder zumachen soll, wieso nimmt man nicht das Gitter? Wieso klebt man irgendwas mit Klebeband davor? Ich rall's nicht. Scheiß drauf. Keine Ahnung, wo müssen wir jetzt hin? Studio Haupteingang, vielleicht treffen wir die Assistentin da wieder. Ich gehe erstmal in die Umkleide, vielleicht ist da noch irgendwas zu finden. Scheinbar wirklich. Global Studios Umkleide. Hier war das Kostüm des Steel-Samurai am Tag des Mordes. Zumindest behauptet Herr Powers das. Ich denke, jemand, der sich reingeschleichen und es genommen... Ich denke, jemand hat sich reingeschlichen und es genommen, während er schlief. Aber Nick, was wäre, wenn Herr Powers nicht geschlafen hätte? Ich frage mich, was der Mörder dann geplant hätte. Da hat sie recht. Eine gute Frage. In dem Fall hätte Herr Powers umgebracht, das Kostüm genommen, wäre rübergegangen, hätte den nächsten umgebracht und dann... Ja, keine Ahnung. Revolverblätter? Wow, ich bin schockiert. Naja, lass die liegen. Wolfsmensch auf dem Mars? Die Ausgabe brauche ich. What? Phoenix, ernsthaft? Wolfsmensch auf dem Mars. Ja, eine Alternativform zu Wookies oder was? Weil ich's lustig finde. Ich gehe mal zurück zum Haupteingang. Vielleicht hat die Assistentin noch was zu sagen. Was zu sagen, Schätzelein. Na, da ist sie ja wieder. Na, sie passen irgendwie hier nicht hin. Liegt an meiner Kleidung, nicht wahr? Ich dachte, mit einer Tarnweste würde das schon gehen. So quasi alternative Wachmode. Die Leute in diesem Spiel haben komische Gedankengänge. Oder kommt mir das nur so vor? Na, wer weiß. So, was hast denn du noch so zu sagen? Die Studios. Wie läuft's so mit den Studios? Die Polizei marschiert überall herum, es ist furchtbar.
Sie lassen mich nicht einmal aufräumen. Wollen nicht, dass ich die Beweise vernichte. Haben nicht einmal unsere Teller vom Mittagessen am Montag... am Montag. Heute Sonntag. Wow. Am Montag aufgeräumt. Sie meinen die Teller mit den Steakknochen, die noch immer im Personalbereich stehen? Genau. Können Sie sich das vorstellen? Naja, jeder Knochen ist ein Beweis. Auch wenn er von einem Schwein... von einem Rind stammt. Naja. Schleichen sich auf die junge Fans hier rein. Nun, ich denke, da gibt es nicht viel, allzu viele, aber einen bestimmten sehe ich öfter. Er gafft immer bei den Dreharbeiten oder macht Fotos. Sie sollten mal die Augen der alten Schwätzerin sehen, wenn sie ihn da entdeckt. Allerdings tut sie sich etwas schwer, ihn zu fassen. Okay. Der Regisseur. Ich habe heute beim Prozess etwas gehört. Der Regisseur und die Produzentin sollen am Mordtag hier gewesen sein. Oh, tut mir leid. Ich war im Requisitenlager, deshalb habe ich sie nicht gesehen. Allerdings glaube ich, dass sie da waren. Die Studioleitung war sehr darauf bedacht, dass wir den Mund halten. So haben sie versucht, den Regisseur zu decken. Obwohl er die Produzentin. Die Produzentin ist der wahre Star hier. Sie hat diese Studios vor dem drohenden Untergang gerettet und sie am Leben erhalten. Ich glaube, wir wären nicht mehr im Geschäft, wenn diese Produzentin nicht gewesen wäre. Ich habe irgendwo ein Wort überlesen. Produzentin, ja. Die müssen wir uns mal vorknöpfen. Und wo ist die? Ich bin mir sicher, wir treffen irgendwo noch an diesem Tag hier mindestens zwei Personen. Eine, glaube ich, ist in der Umkleide und eine weiß ich nicht. Okay, ich glaube, ich habe eine der beiden fraglichen Personen gefunden. ETF, was seid ihr denn für Figuren? LMAO! Moment, Sie zuerst, wer sind Sie? Sie sehen ziemlich verdächtig aus. Wie auch immer. Wie kann es sein, dass Sie den großen... die große Salmonelle nicht erkennen? Ohne Scheiß, der Typ heißt Salmonella. Woran soll ich denn denken, wenn ich an Salmonellen? Ich mache die Lead-Shows des Tier-Samurai. Mein Baby, LDFK, liest die Filmkritik. What the fuck? Alter! Ey, ernsthaft? Welcher Mensch redet denn so? Jetzt mal ernsthaft! Also solche Ausdrücke wie OMG oder WTF im normalen Leben zu benutzen, das ist vielleicht eine Sache. Aber wow, der haut echt einiges dabei raus. Vor allem auch die Schreibweise. Lied mit 33 schreiben ist auch eine Sache. Und mit T. Wirklich, Sie sind der Salmonella? Es tut mir so leid, dass ich Sie nicht erkannt habe. Sie haben so ausgesehen... Whatever. Nein, nein, ist schon okay. Wirklich, ist doch eine Roffel. Dein Gesichtsausdruck. Was ist los? Wissen Sie bei näherer Betrachtung? Wie spreche ich den? Ich habe keine Stimme für ihn. Ja, heiß, heiß, heiß. Ich gehe mal kurz kotzen, ne? Hey, machen Sie viel Cosplay, denn dieses Kostüm... Entschuldigung, diesen Ausdruck kenne ich jetzt auch nicht. Roxor? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Roxors? Kenne ich nicht. Nee, sagt mir gerade echt nichts. Muss ich googeln. Was? Hey, Sie geifern ja. Lol. Puffer übergelaufen. What the fuck? Sie haben meine... kreative... 4SA, ne? Kraft. Kreative Kraft. Doch, könnte hinkommen. Alter! Lesen Sie mal so, wie es da steht. Sie haben eine KR34T1V3. What? Ich reiz nicht. Ohne Scheiße, ich muss kotzen. Wir haben eine Idee. Ja, ja, jetzt kommt's mir. Die rosa Prinzessin. Ich sehe zwar jetzt gerade noch was, aber so jetzt.
Aus diesem Brei folgt Rosa Prinzess Kriegerin aus Little Old Tokyo. Ah ja. Roffel LMAO. Was heißt LMAO? Weiß ich jetzt auch nicht. Chatsprache habe ich überhaupt keine Ahnung von. Rosa Prinzessin. Und er hat gleich das Artwork fertig. Respekt. Respekt. Speck. Warum muss es Little Old Tokyo sein? Warum kann es kein cooler Name wie Neo Old Tokyo sein? Den haben wir doch schon. Naja, wir müssen uns wirklich mal unterhalten, was cool ist. Und ich habe das blöde Gefühl, wir müssen uns auch noch mit dem Typen unterhalten. Ich finde diesen Charakter irgendwie anstrengend. Er ist so im ersten Moment, what the fuck? Im zweiten Moment, und im dritten Moment dann, ich weiß nicht, ich finde ihn echt schwierig. Naja. Gut, wir haben den Regisseur gefunden. Ne, das tue ich mir heute nicht mehr an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.